Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, A Wonderful Life. Ich denke, also ich habe hier, oh, super schön Wetter. Heute ist ein Event, 10 Uhr bis 17 Uhr Treffpunkt Gasthof. Was ich sagen wollte, ich denke, die Folgenlänge, oh. Ach hey, Tanamo. Das Tal ist wieder mit einer sensationellen Ernte gesegnet worden. Da wird es Zeit, das Herbstbankett zu veranstalten. Wir werden uns um einen riesigen Topf voller Essen versammeln und der Erde zu danken, uns für eine gute Ernte nächstes Jahr zu beten. Lo und ich werden drüber im Gasthaus alles vorbereiten. Es wäre eine enorme Hilfe, wenn du vorbeischauen und auch Hand anlegen könntest. Wir werden zwischen 10 und 17 Uhr dort sein, also mach dir keinen Stress, wenn du heute noch andere Dinge zu erledigen hast. So ein großer Topf nur mit Gemüse von mir ist ziemlich fad, also wäre es erste Sahne, wenn du etwas von deinem Hof mitbringen könntest. Klar, mache ich. Natürlich nur Essbares. Ach ja, und zubereitete Speisen, Kräuter und Fisch nehmen wir nicht. Nicht vergessen. Es ist natürlich kein Muss, irgendwas mitzubringen. Du bist auch ohne Zutaten herzlich eingeladen, zum Bankett zu kommen. Alles klar. Also zusammengefasst, wenn du glaubst, dass du was mitbringen kannst, dass weder ein fertiges Gericht noch ein Kraut noch Fisch ist, dann komm zwischen 10 und 17 Uhr zum Gasthaus. Ich freue mich schon auf dich. Ja, ich freue mich auch. So. So, was ich sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde. Ich denke, dass ich die Folgenlänge ein bisschen kürzen werde. Aktuell sind die ja immer so 25 Minuten lang. Das Problem ist nur dadurch, dass ich aktuell noch relativ wenig zu tun habe und eigentlich nicht großartig viel mache, außer immer von A nach B laufen. Werde ich es einfach so machen, dass die Folgen halt jetzt ein bisschen kürzer sind, also nicht mega krass viel kürzer, sondern halt, keine Ahnung, statt 25 Minuten im Schnitt, ja, perfekt, halt dann, wieso kann ich denn jetzt nur eins immer machen? Ach, jetzt, genau, statt 25 Minuten im Schnitt, dass die halt so, weiß nicht, zum Beispiel, oh, es kommt natürlich immer drauf an, was alles passiert. Dass sie halt vorerst so zum Beispiel nur, weiß ich nicht, 15 bis 20 Minuten gehen. Oh, das kann geendet werden. Ja, perfekt. Dann machen wir das doch. Hopp, hopp. Genau, das wollte ich einfach nur kurz loswerden. Weil ich habe selber das Gefühl, dass sich die Folgen ansonsten ein bisschen gestreckt anfühlen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Also ich möchte schon, dass man die Folgen so guckt, wie sie halt, ja, gut sind, dass sie Spaß machen zu gucken. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der beste Kommentator bin. Aber ja, ich hoffe, man versteht, was ich damit sagen will. Es ist halt schon irgendwie traurig, wenn ich halt, ja, die 20 Minuten, 25 Minuten irgendwie mit irgendwas zukleister, was am Ende irgendwie, ja, unsinnig ist. Aber ich bin so schlecht im Erklären. So. Juhu. Da ist auch noch einer. Dann das Gießkanne wollen wir nochmal füllen. Es ist schon 8 Uhr. Die Tierchen, die wollen noch raus. Mensch, Tanamo, Mann, ey. Mach nur hin jetzt. Hm. Raus mit euch. So, guten Morgen. Nur lass mal knuddeln. Und die Milch hätte ich auch gern, bitte. Hör mit der Milch. Oh, heute kommen zwei neue Tiere um 10, glaube ich. Ein neues Tier um 10, glaube ich. So. Da drüben ist unser Schäfchen. Hi, wie geht's? Auch du kriegst mal einen Knuddel. Und ich glaube, ich habe dich noch nicht gebürstet. Los, du wirst auch mal gebürstet. Komm, du wirst auch mal gebürstet. Wenn ich hier schon die Leute bürste, die Tierchen bürste, sind alle dran. Das heißt, auch Molly wird jetzt gebürstet. So, Molly, du bist als nächstes dran. Komm her. Das ist halt auch so eine Sache. Früher konnte man die zwar bürsten, aber damit sie sauber werden, musste man die Kühe immer hier hinschieben. Also da war früher Wasser drin und dann musste man daneben bürsten. Das wurde schon deutlich vereinfacht. Oh. Sorry, Yotsuba. So, wen haben wir hier? Alea. Kein Ei. Mensch, Mensch, Mensch. So, dann haben wir hier einmal... Ach, pass auf. Hier habe ich vergessen. Oh, jetzt habe ich das Ei gefuttert. Naja, passiert. Hier muss noch ein Dünger rein. Hopp. Hopp. So.
Fällt mir ein. Okay, 66. Nee, wir haben noch genug. Her mit dem Ding. Da ist einfach so ein Teil drin. So Pilze. Okay. Dann gehen wir zuerst da hoch, weil wir haben ja Zeit, um dahin zu laufen. Wobei, oh, wenn Takakura gleich wieder da ist, dann werde ich eh wieder hintergeportet. Deswegen, mal schauen, um wie viel Uhr er da ist. Okay, hier ist aktuell nichts. Kein Pilz. Da hinten ist ein Pilz. Perfekt. Okay, Takakura ist noch nicht da. Dab, 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 dab. Pui. Das ist ja gleich der Papai-Pai-Tal. Oder so. Oh, da hinten sind Blümchen. Blümchen, Blümchen, ich will die haben. Ja. Ich weiß nicht, wieso ich die immer sofort wegpacke. So geht es nämlich auch. Jo, her damit. Perfekt. So. Bleibt ein Takakura. Ich dachte, der ist immer so gegen 10, 11 da. Vielleicht heute mal ein bisschen später, weil ich ein großes Tierchen möchte. Boah, es ist jetzt die Frage, kann ich hier schon Samen kaufen, wenn heute das Fest ist? Doch, glaub schon. Moin. Hey, schön dich zu sehen. Ach, die Arbeit auf Film macht einen echt müde. Jo. Okay, du willst mir nichts verkaufen. Hi, Cecilia. Ja, ich hätte gern was. Und zwar Herbst bis Frühling. Stimmt, ich kann wieder Erdbeeren anbauen. Ja, dann auf geht's. Erdbeeren. Oha, 200. Nee, so viele will ich nicht. 10 Stück. Yep. Boah, ich werde arm. Schaut euch das an. Ich hatte die ganze Zeit 20.000. Ich will noch mehr. Sommer bis Herbst. Sommer bis Winter. Kartoffeln. Winter bis Frühling. Karotten. Süßkartoffeln. Ja, ich glaube, ich mache noch ein paar Süßkartoffeln, weil die sind halt nur im Herbst. Nee, ich glaube, das klappt nicht mehr. Aber wir haben schon den 5. Brauchen auf jeden Fall noch Dünger. So, machen wir mal 150. 3000, ey. Boah, du machst mich arm, Cecilia. Mann. Okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch... Was, warte mal. Ich konnte doch hier Karotten. Wächst lang von Herbst bis Winter. Okay, machen wir hier nochmal 20. Jo, her damit. Oh, alles Mögliche. Naja, ich bin fertig. Danke, ciao. So, alles, was ich jetzt habe, kann ich über den Winter anbauen. Warte mal. Alles? Ja, habe ich gerade einen Fehler gemacht? Herbst bis Frühling. Ach doch, ja krass. Dass Erdbeeren im Winter wachsen? Interessant. So, dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt das direkt. Ba, 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 bam. Hopp. Ach, Tanamo, du kommst genau im rechten Augenblick. Du bist doch auch beim Herbstbankett mit von der Partie, oder? Jawohl. Also dann, hast du was von deinem Hof dabei? Na klar. Sehr verbunden. Und was ist das Schönes? Okay, wir haben ja super krass Essqualität. Und ich würde sagen, warte mal. B, B, S, S. Hier, ich habe eine Melone. Beste Qualität. Huch. Das wird sich gut im Kochtopf machen. Hä? Hey, wieso habe ich es jetzt wieder genommen? Achso, ich soll es selber reinschmeißen, oder was? Ja, gerade eben war das aber noch nicht da. Oh, da will ich aber auch gern was rausschlürfen. Ab geht's. Bester war so freundlich, uns eine großzügige Portion Gemüse von ihrem Hof zu spenden. Jetzt fehlt nur noch das I-Tüpfelchen. Wir geben das dazu, was Tanamo mitgebracht hat. Hier eine riesen Essmelone, Alter. Plupp. Oh, das riecht vielleicht gut. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, das zu servieren. Kleinen Moment. Da freuen sich aber alle. So,
Oh. Oh, ich habe so Hunger, wenn ich das sehe. Alles klar, Leute, greift zu. Esst so viel ihr wollt. Da sind aber nicht alle da. Hauptsache Van, Alter. Die Hauptsache er. Oh, scheint gut zu schmecken. Dieses Jahr war das Essen einfach delikat. Die Zutaten von Panama hat das restliche Gericht wunderbar komplimentiert. Was sagt, was du nicht sagst, wenn man bedenkt, wie oft Van verreist und wie vielfältig das Essen ist, das er auf seinen Reisen probiert hat, ist das ein wahrlich großes Lob. Ja, das freut mich zu hören. Ob da jetzt die Freundschaft bei allen gepusht wird? Das wäre es für das Herbstbankett dieses Jahr. Kommt doch nächstes Jahr wieder feiern, okay? Hoffen wir auf ein weiteres herzhaftes Bankett nächstes Jahr. Ja, bin ich auch dafür. Jetzt erwarte ich aber, dass bei allen, die anwesend waren, die Freundschaft noch oben ist. Hallo Junge, ich habe ein neues Tier für dich. Komm mal her. Oh. Oh, ein Baby. Sag Hallo zum neuesten Mitglied deiner Nutztierfamilie. Ach, und wenn du schon dabei bist, kannst du ihm auch gleich einen Namen geben. Ach Gott, ich habe doch keine Ahnung. Oh Gott, wie nenne ich's? Das ist eine sehr gute Frage. Komm, das ist jetzt Albedo. Albedo, gute Wahl. Kümmere dich gut darum, in Ordnung? Das kleine Baby. So, jetzt will ich aber gucken, ob das die Freundschaft gepusht hat. Hallo? Mhm. Okay. Irgendwie nicht. Irgendwie ja gar nicht. Das finde ich jetzt aber schon frech, wenn ich ehrlich bin. Gebe ich mir Mühe, opfer ein Futterchen von mir. Und dann kriege ich nicht mal was. Warte mal, was? Ah ne, okay, ich dachte gerade, das ist wieder minus gegangen. Dann kriege ich nicht mal was dafür. Frech. So, wie sieht es denn hier aus mit den Samen? Die sind fertig, das ist super. Oh, Essqualität. Schaut euch das an. Es wird sogar blau. Wie geil ist das denn? Die werden aber aufgehoben. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass die ganzen Esssachen da rein können. Aber nicht alle. Denn ein paar will ich ja auch aufheben. So, S. Okay, perfekt. Passt. Let's go. Ah, warte mal, wenn ich jetzt... Können die SS haben oder S Plus oder so? Das würde mich jetzt echt interessieren, ob das geht. Naja, gut. Wir gehen jetzt... Was, ach scheiße, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen wollte. Verdammt, oder unsere Blumen und Nami. Einmal Hallo sagen. Nami, warte. Nami, warte doch. Mensch, Nami, warte. Nicht der beste Moment zu plaudern, aber tu, was du nicht lassen kannst. Oh, okay, jetzt ist der Text wieder voll weggeskippt. Ey, es ist so dumm. Das ist halt nicht, ja, die Taste drücken, dass der Text einfach schnell kommt, beziehungsweise, dass der Text halt einfach weggeklickt wird. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es wird einfach manchmal direkt weggeskippt, obwohl ich nur einmal fürs Weiter drücke. Aber halt aus Versehen wahrscheinlich gedrückt halte oder so. Keine Ahnung. So, das ist wahrscheinlich auch ein Problem, das nur ich habe, weil ich doof bin. Okay. Oh, stimmt. Wir können ja mal gucken, ob die zwei da zu Hause sind. Dann kann ich wieder ein Spielchen spielen. Und nö. Der ist schon draußen. Das heißt, die sind beide draußen. Lumina. Hallo, 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 hallo. Hier bin ich. Hallo, hallo. Ach, dann guten Tag. Die Natur zu dieser Jahreszeit ist wie gemalt, nicht wahr? Da würde ich mir am liebsten ein Skizzenbuch nehmen und alles, was ich sehe, zeichnen. Was habe ich denn? Melonen, ne? Ich habe schon viel Zeug gerade bei mir. Wächst sehr schnell. Wächst schnell. Vielleicht wächst es immer schnell oder ist es jetzt nur, weil es S-Qualität... Ach nee, ich glaube, das ist einfach immer. So. Ich weiß aber jetzt gerade nicht. Ich werde jetzt mal kurz alle schnell anquatschen. Was? Hatte ich dir übrigens... Ach so, ja, hast du. So. Einmal mit allen quatschen. Die Freundschaft. Hinten ist Gordi. Der gute Gordi. Ist eigentlich pro Saison immer nur zwei Aufträge? Ah, Pui. Kommt der gerade oder ist der wieder auf dem Weg nach hinten? Ah, der geht wieder.
Also heute wieder kein Geld für Pui Pui. Was sind da unten? Blumen? Oder Pilze? Oder irgendwas anderes? Sieht nicht so aus. Okay. Ja gut, dann wohl nicht. Ba, 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 ba. Na, ich ist immer noch da hinten. Dü, 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 dü. Weiß nicht, wieso ich gerade diesen Weg laufe. Die Kuh. Oh no, oh no. Oh, der, oh Gott, ich bin so doof. Ich habe die ja komplett vergessen jetzt schon wieder. Albedo. Oh nein, Albedo, es tut mir so leid. Du hast jetzt bestimmt die ganze Zeit Hunger. Oh no. Es tut mir so leid. Da, hier, Futter, Futter. Futter, Futter. Hier, bitteschön. Oh Mann, das tut mir ja übel leid. Komplett vergessen. So, wie geht's dir? Super. Knuddeln. Komm, komm, ich schieb dich raus, warte. So, komm, du darfst auch nach draußen. Ich kann es irgendwie nicht nach links oder rechts schieben. Hallo? Muss ich das... Das ging früher. Man konnte früher immer nach links oder rechts lenken. Aber das geht hier nicht mehr. Man kann nur noch in eine Richtung schieben. Ach, das ist ja doof. Warum denn das? Das verstehe ich nicht. Komm raus. Hey, geht es nicht mehr? Oh, jetzt bin ich rausgegangen. Hä? Wieso geht denn das nicht mehr? Früher konnte man die rausschieben. Was gibt's denn, Junge? Zum Plaudern. Na, Junge, wie laufen die Geschäfte? Hast du beim Herbstbankett auch ordentlich gefuttert? Ich war schon satt, als ich gesehen habe, wie viel Van in sich reingestopft hat. Wer weiß, wie man reinhaut. Ach Mann, ich krieg die Babykuh nicht raus. Ja, was ist denn? Huch. Was ist mit dir los, Bello? Warum hältst du so rum? Na, alles gut. Schön, freut mich. Knuddeln. So, wie sieht's denn da drüben aus? Oh. Da ist schon wieder der ganze Ding weg, fast. Dünger. Dünger. Da vorne auch nochmal. Das braucht ja echt krass lang. Jetzt habe ich schon wieder das da drüben. Braucht Zeit zum Wachsen. Wahnsinn, das braucht halt echt krass lange. Ich glaube, die nächste Gießkanne kriegt man erst in irgendeinem anderen Kapitel. Also kann ich mir zumindest vorstellen, oder? Ja, ich meine, ich habe das jetzt schon echt oft benutzt. Ich weiß gar nicht, wie oft man es benutzen muss, damit man nochmal eine neue bekommt bei Van. Naja, das werden wir schon herausfinden, irgendwann. So, stimmt, eigentlich kann ich alles davon gießen. Ich wollte ja eigentlich wieder was platzieren. So. Frage, ach, Erdbeeren. Habe ich ja ganz viel dabei. Sehr schön. So. Okay, wo haben wir die Erdbeeren da? Hui. Noch hier die vier. Hui. Karotten. Doch, die gehen auch im Winter rein. Ja, doch, stimmt. Blub. Blub. Ja, verbreitet euch. Hatte ich da nicht da drüben noch irgendwie Platz? Ganz oben? Doch. So. Hoppala. So. Das wird wieder sehr viel Energie kosten hier. Gott, ich bin so verwirrt manchmal. Dann machen wir das da drüben auch nochmal. Hui. 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 Oh nein. Mann, schon wieder da drüben. Okay, so, passt. Alles schön verteilt. So muss es sein. Wie sieht's denn aus? Kann ich denn wieder Milch abzapfen? Oh, darf ich. Perfekt. Ich darf Milch abzapfen. So, Milch her. Super, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
Wo sind denn meine Hühnchen? Da. Die eine oder andere von euch schuldet mir noch ein Ei. Okay, du nicht, du gibst kein Ei. Ah, oh, schon wieder ein befruchtet. Also jetzt einmal. Aber da fällt mir ein, wo ist denn das Baby? Wo ist ein For Sale? For Sale, wo bist du? Bestimmt abgehauen. Weil ich dachte so, der will mich loswerden. Das tut mir ja leid, aber du bist halt männlich, leider. Wer ist der denn? Bello, hast du meinen Küken gefressen? Ist halt einfach weg. Wo ist es denn hin? Hä? Es ist hier halt auch nirgends. Lol. Ich hab's schon mit rausgenommen, oder? Ich bin... Hä? Wo ist denn das Baby? Es ist einfach verschwunden. Einfach verschwunden. Einfach weg. Na gut, das wird schon wieder auftauchen. Auftauchen, denke ich. Und wenn nicht, dann, na gut. Dann halt nicht. So, ab ins Bett mit euch. Ich habe nur kurz reingeschaut, ob noch Butter und so da ist. So, was heißt denn auch? Oh, Geld. Boah, 5000. Das ist aber irgendwie wenig. Dafür man, naja, vielleicht auch nicht. Ach, warte mal, da fällt mir ein. Ich kann noch mehr verkaufen. Kriege ich morgen wieder Geld. Machen wir das auch noch fix. Einmal wieder. Was? Ja komm, die drei, die können auch weg. Egal. Sonst verkaufe ich. Ach komm, hier, die Milch kann auch noch weg. Dann krieg ich morgen wieder 3000. Perfekt. So, dann ab ins Bett. Wie sieht's denn mit dem Wetter aus? Obala. Sonic, schön. Ja gut, dann ab ins Bett. Aber jetzt ernsthaft. Oh, ich träume wieder vom Essen, weil es heute so lecker war. So, dann bis zum nächsten Mal bei... Oh, okay, einen Moment. Das müssen wir noch gucken. Gute Nachricht. Der Teich ist fertig. Oh. Ja, toll. Und ja, das war's auch schon. Kümmer dich gut um diesen neuen, um dieses neue Prachtstück, in Ordnung? Okay, wie soll ich mich drum kümmern? Soll ich da mal Dreck rausfischen oder was? Ja gut, dann bis zum nächsten Mal bei Story of Seasons, A Wonderful Life. Euer Guantanamo, tschüssi.